Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Die meisten Menschen lieben Obst wie Äpfel, Bananen oder Erdbeeren. Außerdem ist es auch gut für die Gesundheit. Aber wusstest du, dass es auch Früchte gibt, von denen du nie gedacht hättest, dass es sie gibt? Heute zeigen wir euch 20, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Jeder kennt die gelben Bananen, die man in jedem Supermarkt kaufen kann. Aber wusstest du, dass es mehr als 1000 verschiedene Bananenarten auf der Welt gibt? Eine der ausgeprägtesten Arten sind die roten Bananen. Sie werden so genannt, weil sie eine rote Schale haben. Sie sind weich und wenn sie reif sind, haben sie einen süßen Geschmack mit einem Hauch von Himbeere. Eine weitere Bananenart sind die Praying Hands Bananen. Dies ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste Bananensorte, denn sie sieht aus wie zwei betende Hände. Man sagt, sie schmecken nach Vanille und Marshmallow. Nummer 19. Die Marang ist eine Frucht, die auf den philippinischen Inseln Palawan und Mindanao wächst. Sie wächst an einem 25 Meter hohen grünen Baum und ist eine Art Brotfrucht. Wenn ihr euch fragt, wie diese interessante Frucht gegessen werden kann, solltet ihr versuchen, sie zu kochen oder zu rösten. Es heißt, dass Marang am köstlichsten ist, wenn sie reif ist, also wartet besser, bis sie von diesem riesigen Baum gefallen ist. Nummer 18. Die Kesusu-Frucht hat eine futuristische Sternform, aber keine Angst, sie zu essen, denn die Kerne sind weich und lassen sich auch leicht herausziehen. Man findet diese Frucht hauptsächlich in Südostasien, einschließlich Neuguinea. Der Geschmack ist recht ölig und das Fruchtfleisch ist süß mit einem leicht säuerlichen Einschlag. Die reife Frucht ist jedoch gelb. Wenn ihr also eine grüne Frucht seht, bedeutet das, dass sie noch nicht genießbar ist. Nummer 17. Buddha-förmige Birnen. Ich höre euch schon denken, aber diese Frucht gibt es wirklich und sie wurde von einem Bauern in China erfolgreich angebaut. Der Bauer hat über 10.000 Birnen gezüchtet, die genau wie Buddha aussehen und die Leute lieben sie so sehr, dass sie bereit sind, $8 pro Stück zu zahlen. Der Bauer, Xiangzhang Hao, verriet, dass er diese Idee aus den Mythen über buddhaförmige Früchte, die Glück und Sterblichkeit bringen, übernommen hat. Nummer 16. Die Wunderfrüchte sind, wie der Name schon sagt, ein echtes Wunder. In der Tat können sie den Geschmack verändern. Diese Beeren werden in Westafrika auch zum Süßen von Palmwein und einigen anderen Getränken verwendet. Deshalb werden sie auch Wunderfrüchte genannt, weil sie saure Getränke oder Speisen süß machen können. Nummer 15. Der Elefantenapfel ist vor allem in Indien, Myanmar und Sri Lanka zu finden und sieht aus wie eine verfaulte Kokosnuss. Es überrascht nicht, dass er auch innen seltsam aussieht. Ich habe keine Ahnung, warum Leute überhaupt diese Frucht essen wollen, denn der Geruch ist ziemlich unappetitlich und sie wird als etwas Verrottetes gemischt mit überreifen Bananen beschrieben. Der Geruch ist vielleicht nicht so toll, aber wenn du einen seltsamen, sauren Geschmack magst, dann könnte dies die perfekte Frucht für dich sein. Nummer 14. Die Narifon ist eine Baumfrucht, die die Form eines Frauenkörpers hat. Nach thailändischen Mythen schuf ein Gott den Baum, der die frauenförmige Frucht hervorbrachte, um seine Frau zu schützen. Man kann die Narifon in Thailand finden, aber viele nehmen an, dass die Frucht nur ein Scherz ist. Die Bilder der Frucht gingen jedoch im Internet umher, aber es ist schwer zu sagen, ob es sich um eine Fälschung handelt oder nicht. Was meint ihr dazu? Nummer 13. Eine weitere sehr interessante Frucht ist die Hala-Frucht, die wie ein explodierender Planet aussieht. Die Frucht ist sehr groß und kann bis zu 30 cm lang werden mit allerlei bunten Segmenten. Diese Frucht ist in Südostasien, Hawaii und im Osten Australiens zu finden. Einige dieser Segmente können bis zu 20 cm lang sein und sind durch den Kern miteinander verbunden. Auch wenn die Frucht ein wenig unheimlich aussieht, hat sie einen milden und raffiniert süßen Geschmack. Nummer 12. Wie ihr wisst, haben Wassermelonen normalerweise eine runde Form. Sie sind auch sehr lecker. Aber wusstet ihr, dass es auch andere Formen gibt? In Japan gibt es zum Beispiel die quadratische Wassermelone, die sehr beliebt ist. Manche Leute sind sogar bereit, $150 für sie zu bezahlen. Aber du wärst überrascht, wie groß Wassermelonen tatsächlich werden können. Die nächste Wassermelone soll die größte sein, die jemals mit der Kamera aufgenommen wurde. Unglaublich, nicht wahr? Nummer 11. Diese Frucht soll nach Aussagen von Menschen, die sie gegessen haben, einen hervorragenden Geschmack haben. Man findet die Salak-Frucht nur auf den Inseln Java und Sumatra in Indonesien.
Allerdings ist das Aussehen der Frucht ziemlich erschreckend. Wenn man sie anfasst, fühlt sie sich an wie eine Schlange und sticht wie ein Kaktus. Aber wenn du dich traust, sie zu essen, wirst du mit einem köstlichen Geschmack belohnt, süßer als Honig und saurer als Ananassaft. Nummer 10. Die nächste Frucht, die Milchmelone, sieht von der Form her aus wie etwas, das man wiedererkennen könnte. Allerdings gibt es online eine große Debatte über die Echtheit dieser Frucht. Es wird behauptet, dass die Frucht nur in Vietnam wachsen würde. Es ist auch unbekannt, welchen Geschmack sie hat, aber da die Frucht Milchmelone heißt, schmeckt sie wahrscheinlich wie Milch und Melone. Nummer 9. Die Mangostanfrucht ist eine exotische tropische Frucht, die aus Südostasien stammt. Sie ist leicht süß und sauer, wie viele andere tropische Früchte auch. Die Schale hat im reifen Zustand eine tiefviolette Farbe, das Fruchtfleisch im Inneren ist jedoch strahlend weiß. Außerdem ist sie sehr saftig und schmackhaft und wenn ihr diese Aromen mögt, müsst ihr sie mindestens einmal in eurem Leben probiert haben. Nummer 8. Die Kuruba, auch Bananenpassionsfrucht genannt, ist eine andere Art von Banane als die, die wir normalerweise kennen. Man findet diese Frucht in den Andentälern Südamerikas. Die Kuruba hat das Aroma von Orangen und riecht auch sehr gut. Ihr Inneres besteht aus dem Fruchtfleisch einer Passionsfrucht, das mit schwarzen Kernen übersät ist. Das Lustige daran ist, dass sie trotz ihres Namens nicht wie eine normale Banane schmeckt, sondern sehr saftig und süß ist. Aber Vorsicht, die Kerne sollte man nicht essen, denn sie sind bitter und nicht sehr schmackhaft. Nummer 7. Die Monstera Deliciosa Frucht ist in tropischen Gebieten von Mexiko bis Südamerika zu finden. Sie sieht vielleicht seltsam aus, aber sie soll sehr schmackhaft sein. Die Monstera Deliciosa wird auch Obstsalatpflanze genannt. Der Grund für diesen Namen ist, dass sie eine Mischung aus allen Früchten haben soll, die ihr jemals probiert habt. Nummer 6. Die schwarze Zapote-Frucht, die man in Mexiko, Kolumbien und Mittelamerika finden kann, hat ein grünliches Äußeres. Aber wenn du sie aufschneidest, wirst du überrascht sein, dass sie wie Schokolade aussieht. Manche Leute behaupten, sie würde wie eine Mousse au Chocolat schmecken. Die schwarze Zapote wird als eine köstliche Frucht beschrieben und weil sie sehr cremig ist, zergeht sie buchstäblich auf der Zunge. Unerwartet an dieser Frucht ist jedoch, dass sie auch nach Honig und Karamell schmeckt. Nummer 5. Hier ist eine weitere Frucht, von der die Leute glauben, sie erinnere sie an Buddha. Buddhas Hand, wie die Frucht genannt wird, kommt in China vor und ist eine Zitrusfrucht mit dem Geschmack einer Zitrone. Wie ihr sehen könnt, scheint die Frucht Finger zu haben und deshalb erinnert sie viele Menschen an Buddhas Hände. Es wäre auch köstlich, die Frucht zu verschiedenen Getränken und Gerichten hinzuzufügen. Nummer 4. Die Kiwanu gehört zur Familie der Gurkengewächse und ist in Zentral- und Südafrika beheimatet. Die Horned Melon, wie sie auch genannt wird, ist vollständig mit stacheligen Spitzen bedeckt. Das Innere der Frucht ist geleeartig und süß. Und man kann auch die Kerne essen, da sie ebenfalls sehr köstlich sind. Nummer 3. Die Rambutan, auch haarige Litschi genannt, ist eine Frucht von der Größe eines Golfballs und ist rot mit grünlichen Fäden bedeckt. Man findet diese Frucht in Thailand, Australien, auf den Philippinen und in Indonesien. Ihr Geschmack ist süß, aber cremig und sie enthält in der Mitte einen Samen. Nummer 2. Die Akebia Kinata Frucht hat eine schöne lila Schale. Man findet diese Frucht in Japan, China und einigen Teilen Europas. Die Frucht soll schokoladenähnlich sein und der durchsichtige Teil, der sich unter der Schale der Frucht befindet, schmeckt auch so. Der Geschmack ist etwas bitter, aber gleichzeitig auch süß. Nummer 1. Die Jackfrucht ist eine Frucht, die auf bis zu 30 Meter hohen Bäumen in Ländern wie Indonesien, Indien, den Philippinen, Malaysia und Ostafrika zu finden ist. Die Jackfrucht kann bis zu 55 Kilogramm wiegen und ist damit die größte Frucht der Welt. Interessanterweise wird sie oft als Fleischersatz verwendet, da sie mit zunehmender Reife ihren Geschmack verändert. Außerdem kann man sie auch roh essen, kochen oder sogar rösten. Was ist eure Lieblingsfrucht und habt ihr schon einmal eine der Früchte aus dieser Liste probiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.